Wiener Tierschutzhaus. Seit 1846 bestehend, kümmert sich der Wiener Tierschutzverein seit jeher mit unermüdlichem Einsatz um Tiere in Not. Im Wiener Tierschutzhaus sorgen sich zahlreiche Pfleger liebevoll um die Bedürfnisse der Tierheimbewohner. Hugh Planet traf die stellvertretende Pressesprecherin Sophie Reiter und ließ sich von ihr das komplette Areal zeigen. Wir sind hier im größten Tierschutzhaus Österreichs mit 1600 Tieren, die wir täglich umsorgen, versorgen. Davon sind ca. 200 Katzen, 300 Hunde und der Rest sind Exoten, Wildtiere, ehemalige Nutztiere und Kleintiere wie Kaninchen, Degus und so weiter und so fort. Abgegeben werden am meisten Hunde, Katzen und Kleintiere. Wobei wir auch schon Zeiten hatten, wo wir extrem viele Exoten bekommen haben. Besonders jetzt im Winter mit den hohen Energiekosten haben wir gemerkt, dass sehr viele exotische Tiere wie Reptilien abgegeben werden oder auch ausgesetzt werden und zu uns kommen. In den Tierheimen bietet das Tierschutzhaus sowohl abgegebenen als auch in Not geratenen Haus-, Nutz- und Wildtieren moderne und tiergerechte Betreuung. Ja, momentan haben wir auch sehr viele Jungtiere da, Welpen und auch Kitten. Das sind alles eigentlich Tiere, die gefunden worden sind und ausgesetzt wurden. Natürlich ist hier das Interesse größer, wobei wir auch immer wieder alte Hunde und auch alle Arten von Tieren vergeben. Also es ist jetzt natürlich... Welpen sind immer beliebt und Kitten. Für Tiere in Not, die im Heim nicht artgerecht gehalten werden können, werden alternative Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. Dafür nutzt das Tierschutzhaus seine österreichweiten Netzwerke. Doch sehr viele Tiere werden von den eigenen Besitzern abgeschoben, dabei aber als Fundtiere ausgegeben. Nach Corona sind natürlich sehr, sehr viele Tiere bei uns gelandet. Das waren aber nicht unsere Tiere, weil wir haben zum Beispiel in Corona-Zeiten die Vergabe geschlossen, einfach schon aus dem Effekt heraus, dass dann vielleicht die Tiere wieder zurückkommen. Bedeutet, es kamen sehr, sehr viele Junghunde zu uns. Das heißt, Leute haben sich sehr viele Tiere aus dem Ausland genommen und die sind dann wirklich mehrheitlich bei uns gelandet, ja. Prinzipiell raten wir jedem aufpassen, wo man sich sein Tier überhaupt hernimmt. Also besonders aus dem Ausland, Obacht und auch auf gewissen Webseiten. Man sollte auf jeden Fall den Züchter besuchen, man sollte sich anschauen, wo der Hund aufgewachsen ist, wie die Elterntiere sind und auch wie die Züchter mit den Tieren umgehen, um sicher zu gehen, dass das Tier in einer guten Umgebung groß geworden ist. Die Mitarbeiter kümmern sich tagtäglich um rund 1200 tierische Schützlinge und setzen sich für die Rechte von Tieren ein. Sie steigern die Vermittlungschancen von Langsitzern, helfen medizinischen Notfällen, betreuen kleine und große Wilde, ermöglichen Nutztieren ein Leben in Würde und engagieren sich abseits der Grenzen des Tierschutzhauses. Wenn man sich dafür entscheidet, ein Tier bei uns zu adoptieren, ist es so, dass man sich zuerst einmal hier meldet, einen Termin ausmacht und dann zu uns kommt. Bei uns werden dann gewisse Fragen geklärt, wie viel Erfahrung hat man mit dem Tier, welche Art von Tier stellt man sich vor, alt, jung, Größe. Und dann schaut man einfach, dass man das passende Tier zum Menschen findet und prinzipiell findet jeder Topf seinen Deckel. Also es gibt natürlich einen Betrag, der zu zahlen ist, wenn man sich für ein Tier von uns entscheidet, aber man muss bedenken, dieser Betrag inkludiert, dass das Tier erstens mal alle Impfungen hat, es ist kastriert. Falls es noch nicht kastriert ist, bekommt man einen Gutschein, mit dem man dann wiederkommen kann, um es hier kastrieren zu lassen und man weiß einfach, dass alles mit dem Tier rundum passt. Hier gibt es außerdem die Möglichkeit, eine Partnerschaft zu übernehmen. Dies geht entweder in Form einer Tierpartnerschaft, mittels regelmäßiger Geldüberweisung oder auch als Betreuungspate für ein Tier. Hierfür benötigt man 2 bis 3 Mal die Woche zumindest 1 bis 2 Stunden Zeit, um sich intensiv mit seinem Patentier zu beschäftigen. Der Pate oder die Patin wird dabei durch Hundetrainer begleitet und erhält verpflichtende Schulungen und Weiterbildungen. Ebenfalls sehr gerne gesehen sind ehrenamtliche Mitarbeiter. Damit wir überhaupt das größte Tierschutzhaus Österreichs am Laufen halten, arbeiten 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Davon macht natürlich den Großteil die Pfleger aus und Pflegerinnen. Und prinzipiell, damit wir das überhaupt stemmen können, braucht es natürlich jede Menge Freiwillige.